Es ist die Champions League vom Bezirk Christkirchen oder sogar noch besser. Ja, es geht um Fußball und es geht vor allem um das große Finale des Fortdanner Junior Kicker Cups, ausgetragen am Platz vom SV Sedda in Bad Schallerbach. Ja, ich habe ein bisschen daheim trainieren da und dann, wo ich gewusst habe, ja, ich kann das, dann habe ich einfach aufgehört und dann ist es halt zustande gekommen. Seit ein paar Monaten spiele ich und mir gefällt es, also, weil man einfach Spaß dran hat. Die jungen Fußballer im Alter von 7 bis 15 Jahren zeigen, was sie mit dem Ball schon alles drauf haben. Auf drei Stationen, beim Freistoß, beim Dribbeln und beim Eckstoß. Nach den Vereinsmeisterschaften geht es nun beim Bezirksfinale um alles. Beim Passen muss man halt diese Hütchen da abschießen, damit und dann bekommt man halt 15 Punkte und es geht halt eigentlich um die Punkte. Ja, eigentlich der erste bloß, weil eigentlich habe ich mit, dass ich Erster wäre. Und ja, da wäre 110 Punkte, das passt eigentlich dabei. Möchtest du nach Wien? Ja, unbedingt. Stichwort Wien. Der jeweilige Sieger der 6 Altersklassen darf sich auf einen Ausflug zu einem Länderspiel im Wiener Happelstadion freuen. Für die besten 3 pro Altersklasse gibt es einen Pokal. Auch die Jugendbetreuer dürfen dribbeln. Besondere Challenge, sie matchen sich barfuß. Das Dribbeln ist einfach. Eckstoß machen ist dann nicht so leicht. Ja, beim ersten Schuss habe ich schon gedacht, ja, 10 Punkte, war ich schon ein bisschen wütend. Aber zum Glück sind die anderen ins Kreuz gegangen. Kinder und Sport, das sind, glaube ich, 2 Komponenten, die man immer unterstützen kann und die gerade für die Rundschau, auch für die Zukunft unserer Gesellschaft, glaube ich, total wichtig sind. Was mich wirklich fasziniert, dieses Engagement, das die Kleinen zeigen, das ist unglaublich. Also die sind mit Leib und Seele und Leidenschaft dabei, was gibt Schönes. Es ist wirklich schön, dazu zu schauen. Uns sind einfach die Kinder wichtig und wir wollen ihnen wieder die Möglichkeit geben, dass sie die Veranstaltung genießen können. Dass Spaß haben können am Sport, dass Spaß haben können an der Gemeinschaft und dass wirklich einen schönen Tag erleben können. Der Fortdanner Junior Kicker Cup, ein Erfolgsrezept, das vor 25 Jahren seinen Anfang genommen hat. Der Tanner Manfred hat das vor 25 Jahren aufgegriffen. Mittlerweile ist es ein Mega-Event geworden und der Urvater dieser Veranstaltung ist und bleibt Tanner Manfred. Alles ist cool. Also mir gefällt das ist alles gut. 2023 kann Manfred Tanner leider nicht persönlich dabei sein. Er kuriert sich gerade von einem gesundheitlichen Schicksalsschlag aus. Wir wollen ihm eins mitgeben, lieber Manfred. Kämpf weiter, du bist auf einem sehr guten Weg mit deiner Krankheit, du hast das überstanden. Wir freuen uns, wenn du nächstes Jahr dabei sein wirst und ich glaube auch, die Kinder werden dir applaudieren dazu. Du bist der Gründer dieser Veranstaltung. Wir wünschen dir alles, alles Gute für die Zukunft und schau, dass du wieder gesund wirst. Das war das Fortdanner Junior Kicker Cup Finale 2023. Was bleibt, sind strahlende Gesichter. Über den Wanderpokal freut sich die Spielgemeinschaft Christkirchen-Schlüsselberg als Vereinssieger 2023.